So, wir nähern uns jetzt nach ca. 40 Minuten Fußmarsch bei sengender Hitze einem Einkaufszentrum, einem klimatisierten Einkaufszentrum. Und wir hoffen, erstmal ein bisschen auszutrocknen. Wir sind so durchgeschwitzt, das ist der blanke Wahnsinn. Ja, also jetzt heißt es, den Eingang zu suchen. So, wir haben jetzt hier ein Einkaufszentrum gefunden und etwas angenehmere Temperaturen und gucken uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. Naja, Klamotten. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Das ist jetzt hier der Albtraum für jeden Mann. Zu viel Mode, zu viel Schmuck. Also das ist, wenn ein Mann hier mit einer Frau herkommt, hat er eigentlich verloren. Das ist Stress pur, wenn man hier mitlaufen muss, wenn die Frau Shopping betreibt. Aber es ist natürlich sehr schön anzusehen, keine Frage. Das ist alles schön. Man denkt, dass Vietnam arm ist. Nein. Hier gibt es eigentlich alles. Alles, was man bei uns bekommt, bekommt man hier auch. Und teuer ist das Zeug natürlich auch. Und so. So, hier haben wir Schmuckabteilung. Man sieht Diamanten, Gold und alles hochwertiges Zeug. Ah, das ist Wahnsinn. Wir sind jetzt hier immer noch im Zentrum und schlagen uns weiter durch in so einen Markt. Mal gucken. Jetzt ist hier der Eingang. Also hier soll so Elektronikzeug und alles mögliche. Also hier gibt es eigentlich alles, wurde mir gesagt. KFC ist ja geil, da werden wir mal auch dann irgendwie einen. Ja, das machen wir auf dem Rückweg. KFC-Mulle. Ja. Ja, und ach, hier spielen sie wie die Verrückten. Ja, die Vietnamesen, die spielen sehr gerne, verlieren gerne sehr viel Geld. Automaten ist noch schlimmer als in Deutschland. Oh, oh, hier kann man auch schon wieder lecker irgendwelche Speisen zu sich nehmen. Ja, Spielzeugabteilung, Schmuck. Notebooks, Technik, Fernseher, Taschen. Ja, da sitzen sie. So, jetzt sind wir hier etwas weiter vorgedrungen und einen Einkaufsmarkt, so wie man das eigentlich auch bei uns kennt. Ist gar nicht mal so voll. Da kriegt man alles. Hier Schmuck, Sonnenbrillen, Uhren. Hast du nicht gesehen. Und Taschen ohne Ende. Klimatisiert. Sehr angenehm. Hier sich aufzuhalten. Was? Schuhe. Gut, soll an der Stelle erstmal genug sein.